Sometimes Snoopy sits like this and sometimes he sits other ways. It depends on... Manchmal sitzt Snoopy so, manchmal anders. Das hängt davon ab, was wir machen. But he has a nice smile. Aber er hat ein hübsches Lächeln. I think Snoopy is probably the sort of dog that... Ich glaube, einen Hund wie Snoopy würden wir alle gern besitzen. ...would like to have if we had our choice of what kind of dog we would want. So, there's Snoopy. In Santa Rosa fällt selten Schnee. Santa Rosa liegt im sonnigen Kalifornien, gut 100 Kilometer nördlich von San Francisco und ist ein kleiner, langweiliger Ort. Ohne Geschichte, ohne Zentrum und ohne Menschen auf den Straßen. Eigentlich möchte man hier nicht leben müssen. Aber Charles Schulz, der so unabhängig und reich ist, dass er überall auf der Welt wohnen könnte, lebt gern hier. Er hat sich in der öden Weitläufigkeit von Flachdachbungalows in grünen Vorgärten ein schlichtes und fast bescheidenes Studio gebaut. Die Adresse ist Snoopy Place Nummer 1. Charles Schulz ist der populärste und erfolgreichste Comiczeichner unserer Zeit. Seine Peanuts erscheinen als ständige Rubrik in mehr als 2000 Zeitungen aus 68 Ländern mit 26 Sprachen und haben täglich 200 Millionen Leser. I wish that I had some way of telling. Ich wüsste gern, in welchen Ländern meine Cartoons am beliebtesten sind. Aber ich weiß nicht mal, ob die Übersetzungen richtig sind oder nicht. Manchmal beschäftigt mich das. Aber es ist sehr erfreulich zu wissen, dass Menschen in den verschiedensten Ländern meine Sachen mögen. Die Peanuts-Familie ist jetzt 40 Jahre alt geworden, seit der erste Comic am 2. Oktober 1950 erschien. Auch Charlie Brown ist 40 geworden. Man sieht es ihm nicht an. Hat er sich in all den Jahren verändert? Ich glaube, dass alle Peanuts-Mitglieder sich im Laufe der 40 Jahre verändert haben. Sie verändern sich zeichnerisch. Aber das geht allen Comic-Strip-Figuren so. Sie werden das überall finden. Die Figuren werden länger oder kürzer, dicker oder dünner. Und der Zeichner merkt es gar nicht von Tag zu Tag. Ich glaube, dass ich viel besser als früher zeichne. Aber erst, wenn ich alte Zeichnungen wiedersehe, stelle ich fest, dass Snoopys Nase länger oder dicker geworden ist. Cartooning really is what you might call good design, where everything is being stylized. Cartoon zeichnen ist vor allem gutes Design und hohe Stilisierung. Man gliedert diese kleinen Formate in gut gestaltete Einheiten. Ich halte es für sehr wichtig, dass das Cartoon dem Auge gefällt, sodass man die Figuren gern betrachtet und schon ihren Anblick als angenehm empfindet. Now, as you get older and learn to, well, you should get better as you, if I've been drawing for 40 years, I hope that I'm better now than I used to be. Nach 40 Jahren Zeichnen hoffe ich natürlich besser geworden zu sein, aber das ist eine Frage harter Arbeit. Ich arbeite genauso hart wie früher, wenn nicht härter. Ich mache mir mehr Gedanken um den Inhalt meiner Geschichten. Ich bin viel wählerischer geworden. I am much more particular about what I draw. Now, that's just the drawing. I think that the characters have also changed in their personalities considerably. So viel zum Zeichnen. Ich glaube, die Figuren haben sich auch in ihrer Persönlichkeit verändert. Vermutlich deshalb, weil auch ich ein anderer geworden bin in diesen 40 Jahren. Your humor becomes a little less bitter. Mit dem Älterwerden wird der Humor weniger bitter. Man ist nicht mehr so sarkastisch wie junge Leute. Ich glaube, die Cartoons sind etwas milder geworden gegenüber früher. I think the strip is a little more mild than it might have been years ago. Werden Sie weitere neue Peanuts-Figuren erfinden? I don't think that I need a new set of characters because as the years have gone on,
Ich glaube nicht, dass ich ein ganz neues Ensemble brauche. Im Laufe der Jahre habe ich eine Spieltruppe von 12 bis 15 Figuren entwickelt, die fast alles machen können, was ich will. Ich kann mir keine Idee vorstellen, die nicht durch eine der kleinen Figuren realisiert werden könnte. I can make use of with the characters that I have. Although I'm always hoping that someday I will think of a brand new character who will be very exciting. Obwohl ich immer hoffe, dass mir eines Tages noch eine ganz neue Figur einfällt, die sehr aufregend ist. Aber sie sollte nicht geplant, sondern spontan entstehen. Ihre erste Figur, Charlie Brown, ist ein Melancholiker. I think if we regard Charlie Brown himself as being a melancholy type, it is probably because I have similar feelings myself. Charlie Brown hat wohl ähnliche Gefühle wie ich. Ich weiß nicht, ob das eine Charakterschwäche von mir ist oder ob ich es geerbt habe. Vielleicht gibt es da ein Element der Angst, dass ständig etwas Schlimmes passieren könnte. Maybe there's an element of fear there that something bad is always going to happen. I remember my grandmother always used to say, laugh at the supper table, cry before bed. Mir fällt meine Großmutter ein, die immer sagte, wer beim Abendbrot lacht, weint noch vor Nacht. Meine Großmutter hatte einige solcher herrlichen Sprüche. Sie sagte, kleine Kinder treten der Mutter auf die Schürze, große aufs Herz. When they grow up, they step on your heart. And I think that cartooning is not necessarily happiness. Ich glaube, Cartoons entstehen nicht unbedingt aus Glücksgefühlen. Es ist schwierig, aus Glück Komik zu entwickeln. Ich finde, wir alle sollten froh und glücklich sein und lachen, aber das ist nicht die Quelle für humoristische Zeichnungen oder komische Einfälle. Wenn wir an die großen Komödianten denken, auch im Kino wie Charlie Chaplin, da war immer eine gewisse Traurigkeit um ihn. Oder Laurel und Hardy und andere wie sie. Und ich glaube, das gilt auch für Cartoonisten. Sie werden feststellen, dass die meisten von ihnen zur Melancholie neigen. Something of the melancholy in them. Einige Leute gehen noch weiter. Sie sagen, dass man kein guter Humorist sein kann ohne gelegentliche Depressionen. I think that is probably true that. Das stimmt vermutlich. Als Humorist muss man die Erfahrung von Depressionen machen. Zumindest muss man sich damit identifizieren können. Wenn man die Gefühle und Probleme eines normalen Menschen nicht mitfühlen kann, dann wird man kein guter Cartoonzeichner. Dann ist man zu egozentrisch. Man muss alle Probleme nachvollziehen können, die Menschen so haben. And then, of course, each of the characters in the strip uses these losses in a different way or handles. Jede der Peanuts-Figuren geht mit ihren Niederlagen anders um. Snoopy zieht sich in seine Fantasie zurück, Charlie Brown leidet einfach nur und beklagt sich. Oder er geht zu Lucys Psychiaterstand, um Hilfe zu finden. Aber das ist wohl eine der schlechtesten Stellen für eine Therapie. But I think that's probably one of the worst places you could go to. What seems to be your trouble? You're of everything. That's it! Sie haben einen sehr stillen, subtilen Humor. Mehr lächelnd als lachend. Würden Sie ihn als typisch amerikanisch oder eher als britisch beschreiben? Ich bezweifle, dass ich einen britischen Humor habe. Ich bewundere, was die Briten machen, aber mein Humor ist typisch Mittelwest. Ich bin in Minnesota geboren, also in der Mitte der Vereinigten Staaten, und ich glaube, das ist gut so. Wäre ich in Hollywood oder in New York aufgewachsen, wären das zu extreme Einflüsse gewesen. Ich glaube, ich habe Glück gehabt mit meiner Mittelwest-Herkunft unter ganz durchschnittlichen Menschen, ohne Extreme. That I have been raised among what we call middle America, just the average person and nothing too extreme. Ihre Eltern waren nicht reich.
No, our, my parents were not, rich, but nein, reich waren sie nicht. Aber mein Vater konnte seinen Friseurladen durch die langen Jahre der Depression bringen. Also hielt ich uns nie für reich oder arm. Wir hatten ein Auto, es gab immer drei Mahlzeiten am Tag, auch wenn es zum Abendessen vielleicht nur Pfannkuchen gab. Ich kannte den Unterschied ohnehin nicht. In the evening might just be pancakes. I didn't know the difference anyway. But my dad worked very hard. Mein Vater arbeitete sehr hart. Meine Mutter war ständig zu Hause. Sie war eine gute Mutter. Sie starb einen langsamen, schleppenden Krebstod mit 48, also viel zu jung. Aber obwohl meine Eltern meinen verrückten Wunsch, Comicstrips zu zeichnen, nicht verstehen konnten, haben sie nie versucht, mich davon abzubringen oder mich auf die Universität zu schicken, um mich Anwalt oder Arzt werden zu lassen, was ich nie gekonnt hätte. Snoopys Bruder Spike und seine Gespräche mit dem stummen Kaktus gehören zu den schönsten Cartoons, die ich kenne. Thank you. I have one of the cartoons of Spike. Ich habe einen der Spike-Cartoons gerahmt und zu Hause aufgehängt, weil ich so stolz darauf bin. Für mich ist das ein perfekter Cartoon. Spike spricht mit dem Kaktus und sagt, du bist der einzige Freund, mit dem ich reden kann und der einzige, der mir zuhört. You're the only friend that I can talk to, and he says, you're the only person who will listen to me. Und während er das sagt, lehnt er sich gegen den Kaktus. Als er sich wieder aufrichtet, klebt sein Hut an den Kaktusstachel. Now to me, I was so proud of that idea. Ich war so stolz auf die Idee, dass ich die Zeichnung gerahmt habe, um sie nicht doch noch zu verschenken. Ja. Ich mag Spike und ich mag die Wüste. Sie liefert eine Fülle von Einfällen. Als ich 6 Jahre alt war, zogen wir mit 3 Familien aus unserer Verwandtschaft von Minnesota nach Südkalifornien in die kleine Wüstenstadt Needles. Ein trostloser Ort. Damals gab es keine Klimaanlagen. Die Temperatur stieg auf 45 Grad und die ganze Nacht blieb es heiß. Nachdem mein Vater versucht hatte, mit einem meiner Onkel einen Friseursalon zu führen, hatte er das Ganze satt. Wir gingen wieder zurück nach Minnesota. Und da blieb er für den Rest seines Lebens. Es gibt in Ihren Cartoons keine Erwachsenen, also auch keine Eltern. Vermissen Sie manchmal die Möglichkeit, Eltern auftreten zu lassen? Als ich mit den Peanuts anfing, hatte ich ein kleines Problem damit. Ich benutzte Stimmen aus dem Off. Der Platz, den mir United Syndicates für meine Comics einräumte, war sehr klein. Und wenn ein Erwachsener in diesen Cartoons aufgestanden wäre, hätte er sich am oberen Rand den Kopf gestoßen. Aber man muss etwas Besonderes zeichnen, etwas, das sich von allen anderen Comicstrips unterscheidet, wenn man seine Sachen verkaufen will und das Interesse von Zeitungsredakteuren wecken muss. Im Laufe der Jahre habe ich gelernt, ohne Erwachsene auszukommen. Und ich glaube, es hat meine Comics besser gemacht. Ein Erwachsener wäre zum Beispiel fehl am Platz, wenn ein Hund auf seiner Hundehütte denkt, dass er als Jagdflieger Baron von Richthofen verfolgt. Oder wenn dieser Hund einen Roman schreibt. Ein Erwachsener würde alles zu wörtlich nehmen und die Fantasie kaputt machen. Kinder akzeptieren das. Sie sehen Snoopy, wie er Romane schreibt und denken, warum nicht? Und es funktioniert. Ein Erwachsener würde alles verderben. Die einzige nicht so charmante Figur ist Lucy. Warum muss ein Mädchen diese Rolle übernehmen? Ich glaube, das funktioniert einfach besser. Es ist humoristische Tradition, dass die schwächere Person sich gegen die stärkere durchsetzt. Frauen gelten nun mal, ob zu Recht oder zu Unrecht, als das schwächere Geschlecht.
women as being the weaker sex and men as the stronger. Now we're not going to get into that argument. Also, wir wollen diese Streitfrage jetzt nicht diskutieren. Aber es ist nicht komisch, wenn ein Mann oder ein Junge gemein zu einer Frau oder einem Mädchen ist. Or a girl. It goes all the way back to the old comic strips. Das geht zurück auf die alten Comicstrips, als ich klein war, wie Maggie und Jix. Maggie konnte Jix ein Nudelholz, einen Kopf werfen oder einen Teller nach ihm schmeißen. Und das war okay. Aber Jix durfte nie gemein sein zu seiner Frau. Das wäre nicht komisch. Es ist eben humoristische Tradition, ob im Comicstrip oder im Film, dass die Frau gegenüber dem Mann die Oberhand behält. The woman to get the best of the man, that's all. So this is why. Deshalb ist es komischer, wenn Lucy diese Dinge tut. Aber Lucy hat auch ihre Probleme. Lucy wünscht sich, dass Schröder sie liebt. Aber Schröder hält absolut nichts von ihr. Er interessiert sich nur für Ludwig van Beethoven. Schröder is interested only in Ludwig van Beethoven. Wie hat eigentlich alles angefangen? Sie sollen gesagt haben, dass Sie die Peanuts schon als Sechsjähriger geplant haben. It's difficult to know just when I started drawing cartoons and what made me really interested, but es ist schwer zu sagen, wann genau ich mit dem Cartoonzeichnen angefangen habe und warum. Als Kind liebte ich Comichefte und kopierte Popeye und Mickey Mouse und solche Figuren. Als ich 17 war, entdeckte meine Mutter das Inserat einer Fernkursschule. And this correspondence course emphasized the basic elements which are so necessary to cartooning. In diesem Kursus habe ich elementare Voraussetzungen für das Cartoon-Zeichnen gelernt, wie man richtig textet, einfache Perspektiven. Am Beispiel wirklich guter alter Cartoonisten wie Claire Briggs und Roy Crane, von dem Wash Tubs und Captain Easy stammen. Who used to draw Wash Tubs and Captain Easy. He was really one of the first adventure comic strip artists. Er war einer der ersten, der Abenteuercomics zeichnete, in einem übermütigen Zeichenstil. Und wenn ich zurückdenke, fällt mir Percy Crosby ein mit seinem Skippy, der mich noch immer inspiriert. Er hatte eine wunderbare Zeichentechnik, sehr frech und locker. Etwas, das man heute nicht mehr kennt. Das ist schade. Zeichnen Sie jeden Tag einen Cartoon? If I drew only one cartoon per day, then I'd have to work 7 days a week. Wenn ich nur einen Cartoon am Tag zeichnen würde, müsste ich 7 Tage in der Woche arbeiten. Wenn ich also am Wochenende und nachts frei haben möchte, muss ich das Pensum zwischendurch verdoppeln. Das macht es sehr schwierig, denn immer kommt etwas dazwischen. Ich muss also in 5 Tagen 7 Cartoons zeichnen. Every interruption helps to destroy that day. Jede Unterbrechung kann einen Tag verderben. Und wenn dieser Tag wegfällt, dann bleibt mir eine 4-Tage-Woche und manchmal nur eine 3-Tage-Woche und so weiter. Ich bin wie ein Hamster im Laufrad. Und wenn ich aufhöre, falle ich runter. Haben Sie Assistenten, die Ihnen bei der technischen Ausführung helfen? Ich hatte niemals einen Assistenten und werde nie einen haben. Lieber höre ich auf, bevor ich mir jemals helfen lasse. Einige hundert Meilen südlich, in Hollywood, Los Angeles, hat Bill Melendez seine Studios. Er ist kein Assistent, aber eine Art Mitarbeiter. Denn hier sind alle Zeichentrickfilme der Peanuts entstanden. Bill Melendez hat früher für Walt Disney gezeichnet und ist einer der höchst prämierten und profiliertesten Animatoren der Branche. Seine 74 Jahre sieht man ihm nicht an. Well, I'm gonna show you a little bit about our animation. Ich möchte Ihnen etwas von unserer Zeichentrickarbeit zeigen. Und zwar von der Arbeit für einen neuen Film mit dem Titel Warum Charlie Brown, warum? Das ist ein sehr besonderer Film, denn er soll unterhaltsam und zugleich pädagogisch hilfreich sein. Es ist ein Film über die Krebskrankheit. Kinder und Krebs, können Sie sich das vorstellen? Als Charles Schulz mir das sagte, bin ich fast in Ohnmacht gefallen. I just don't feel very good today. Feel my forehead. Is it warm?
Yes, it does feel a little warm. If you don't feel well, maybe you should go home or go see the nurse. Yes, ma'am. I told Janice she should go home or see the nurse. No, ma'am. I'm not a doctor. Schulz hat mich schließlich überredet, indem er sagte, wir sind die Einzigen, die einen Film mit einer solchen Botschaft so machen können, dass er akzeptiert wird. Hi, Janice. Hello, Linus. Hello, Charlie Brown. We missed you at school and thought we'd come pay you a visit. Well, it wasn't just the fever. They've done lots of tests on me. They found out that I have leukemia. Are you going to die? Good grief, Charlie Brown. What kind of question is that? That's all right. I asked the doctors the same question. They said they can treat leukemia now, so I should get well. Sie beginnen mit dem Storyboard. Ja, wir machen zuerst ein Storyboard. Das ist so eine Art Comicstrip für einen halbstündigen Film. Die ganze Geschichte, die vorher geschrieben wird, ist hier illustriert. Und jede Szene trägt eine Nummer. Sie kommen jetzt zu der Szene, wo der Raufbold der Klasse mit Janice und Linus Streit sucht und Janice den Hut vom Kopf schlägt. Das wird hier mit 4 oder 5 Zeichnungen illustriert. Aber in der Animation brauchte ich für diese Szene über 100 Einzelbilder. Die Mitarbeit von Charles Schulz ist natürlich sehr wichtig für uns. Er nimmt es sehr genau mit der Story und wie wir sie in Bilder umsetzen. Und er kritisiert uns und zwingt uns, Szenen zu ändern, die er nicht mag oder die er als untypisch für die Peanuts ablehnt. Wenn die Szenenfolge und die Schauplätze festliegen, fangen wir mit der Animation an. Ich zeige das mal am Beispiel dieser Szene, wo der Klassenraudi Janice anrempelt und ihr den Hut wegschlägt. Ich lege mal ein paar dieser Blätter zusammen und zeige Ihnen, wie wir das machen. He laughs it up. It may be 10 seconds of animation. Das sind etwa 10 Sekunden Animation. Und das bedeutet zwischen 50 und 100 Zeichnungen für mich. 50 to 100 drawings. We want it opaque so that no light shows through. Die Farbe wird dick aufgetragen, damit kein Licht durchscheint. Gemalt wird auf die Rückseite der Folien, sodass die Konturen auf der Vorderseite erhalten bleiben, wenn korrigiert werden muss. Then if we make a mistake, we can just wipe it right off and still save the ink lines. This is a finished drawing and this is the way we mark. Für jede Figur werden die Farben vorher festgelegt, damit die Koloristen wissen, wie sie was anmalen müssen. Der kleine Raufbold ist grün angezogen, Janice pink und Linus rot mit braunen Hosen. Linus is in the red with the brown pants. This is an easy one, just a lot of white, so I just do the large area first, the background. Dies ist ein relativ einfacher Schauplatz für den Hintergrundzeichner mit viel Weiß. Er beginnt mit den großen Flächen. There's some winter greens in Minnesota. Hier gibt es ein bisschen Wintergrün in Minnesota. A little more blue here, just to indicate. Noch ein paar blaue Spuren im Schnee, die zeigen, dass hier Kinder herumlaufen.
walking on the scene. Huh? Say, who's the kid with the pink hat? Pretty cute. My characters have not been designed. Meine Figuren sind eigentlich nicht für die Animation gedacht. Anders als zum Beispiel die Disney-Figuren, an denen alles rund ist und die sich bewegen, als wären sie aus Gummi. Meine Figuren sind in einer ganz bestimmten Körperhaltung gezeichnet. Ich glaube, dass eine gute Comiczeichnung schon von sich aus den Eindruck von Bewegung vermittelt. Ich habe den Animatoren deshalb gesagt, sie sollten die Figuren nur etwas in Bewegung setzen. Sie sollen ihr ganzes Können im Sinne der Originalzeichnung entfalten und sich nicht ihrem eigenen Medium zu sehr anpassen. All of the qualities which they have in the original comic strip and not try to accommodate themselves to their own medium. I can draw something. Ich könnte noch was zeichnen. I think Linus is kind of fun to draw where. Es macht Spaß, Linus zu zeichnen, während er seine Schmusedecke hält. I don't know how many times ich weiß nicht, wie oft ich ihn schon so gezeichnet habe, mit seiner Decke und den Daumen im Mund. Aber es hat mir immer Spaß gemacht. But I've always liked to draw Linus. And that's how you draw Linus holding his security blanket.